Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Stream. Na, wie geht's dir, Mr. Dietz? Sehr gut, sehr gut. Und selbst? Sehr schön, auch immer noch. Mr. PPOV, bist du auch mit am Start? Ich bin auch mit am Start, jawohl. Sehr gut, wie geht's dir heute? Mir geht's gut soweit. Ich kann mich das sehr klar nehmen. Das freut mich sehr. Garage Update ist nämlich heute das Thema. Ganz, ganz, ganz wichtig. Vieles hat sich verändert. Manche Sachen sind gegangen, manche Sachen werden kommen. Also viele von euch fragen ja aktuell, wo manche Autos sind. Hier sieht es manchmal leer aus oder eben auch nicht. Aber ich glaube, die größte Frage, die aktuell im Raum steht, ist, wo ist der Huracan STO? Ist natürlich eine berechtigte Frage. Mr. PPOV, wo ist denn der Huracan STO? Steht zum Verkauf bei Firma Moll in Düsseldorf. Lamborghini Düsseldorf hat uns den STO abgekauft. Ganz genau. Also, wir machen das natürlich nicht einfach so aus Lust und Laune, das Verkaufen. Es ist einfach so, dass aktuell der Markt für die Autos unglaublich hoch ist. Das heißt, wir verdienen gut Geld damit, wenn wir ein bisschen was an Autos verkaufen. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Aber da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen Input von Mr. PPOV haben zu der ganzen Thematik. Genau, wir haben uns ja schon immer mal wieder die letzten zwei, drei Jahre darüber unterhalten und sehr kontrovers diskutiert. Ich war da immer ein bisschen kritischer als du. Und ich habe immer wieder gesagt, seit ungefähr 5-6 Jahren baut sich hier eine Bubble auf, eine Blase, wie wir sie auch in anderen Märkten kennen, wie es zum Beispiel auch im Bereich der Uhren der Fall ist. Da gibt es auch eine deutliche Abkühlung. Und dann haben wir irgendwann entschlossen zu sagen, ohne es an die große Glocke zu hängen, weil das hat gerade bei solchen speziellen Autos wie dem STO oder auch dem SVJ automatisch Impact auf den Markt, wenn man das offen kommuniziert, sind wir angefangen, die Autos, bei denen wir uns einen deutlichen Gewinn versprochen haben, zu verkaufen. Und wir machen das nicht so, dass wir die einfach in irgendwo den Graumarkt schmeißen oder so wie anderes tun, sondern wir haben unsere vertrauensvollen Händler, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, oder eben auch die Markenhändler, mit denen wir solche Geschäfte abwickeln. Alles immer im Einklang mit irgendwelchen Haltefristen und oder Auflagen der Hersteller. Wir wollen da überhaupt keine Irritation erzeugen. Aber es war höchste Zeit, in diesem Bereich zu gehen. Und STO ist eigentlich das beste Beispiel von dem, und wir sprechen ja gleich noch über andere Autos. Wir waren der Erste. Danach hat Schmie seinen verkauft. Jetzt verkauft Daniel Abt sein und noch viele, viele, viele mehr. Ich sage dir, du weißt ja, was wir für das Auto bekommen haben. Einzelpreise werde ich nicht nennen, aber ich kann gerne gleich noch die Zahlen nennen, die wir in den letzten, sagen wir mal, 3-4 Monaten mit den Autos verdient haben. Da reden wir dann wirklich über die Beträge, die wir über Listenpreis generiert haben. Und der Betrag, über den wir sprechen, liegt aktuell ungefähr bei 650.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Und das ist nur Profit, das ist nicht mit dem allgemeinen Fahrzeugpreis, das ist nur Profit. Und vor ein paar Wochen musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ganz viele in der Auto-Community kennen ja auch die Hamilton Collection. Wir blenden das mal kurz ein, weil witzig und natürlich völlig unabgestimmt. Hört mal, was dort gerade gesagt wird. Alex, kannst du ja dann mal kurz übersetzen. This is my garage and I'm selling a bunch of my supercars right now. Why? Well, the market is at peak value and I'm going to get top dollar for them. That said, right now is not the time to buy a super hypercar. You are going to overpay. Wait 6 or 9 months and you'll see a drastic reduction in that price, folks. This is my garage and I'm selling... Ganz genau, also von der Hamilton Collection erstmal mega geile Collection, richtig sympathischer Typ. Er sagt im Prinzip, dass er jetzt Autos verkauft und er meint, jetzt ist eben nicht die Zeit, Autos zu kaufen. Er sieht es so, dass der Markt jetzt sehr bald stark abkühlen wird und in 6 bis 9 Monaten drastisch weit nach unten geht und dann auch die Shopping-Season wieder eröffnet ist. Wir waren da sehr, sehr vorzeitig und sehr schnell unterwegs und man sieht eben, dass auch ganz große Insider des Marktes jetzt nachziehen, nach und nach. Aktuell sind die Preise noch gut, nicht sehr gut, aber noch gut, nur die Spirale wird sich weiter drehen. Und das Verrückte, und das meine ich vollkommen ernst, wir werden in 6 bis 9 Monaten neue Autos, auch zum Beispiel in STO, unterhalb des Listenpreises neu einkaufen können. Ja. Obwohl wir diesen riesen Profit über Listenpreis mitgenommen haben. Ja. Das ist also wirklich eine absolut kaufmännische Entscheidung. Und natürlich kann man auch mit seiner Markteinschätzung völlig daneben liegen. Aber ich glaube, die Welt ist im Moment so kaputt und so verrückt,
dass wir richtig liegen. Und selbst auch wie im Hamilton Collection als großer Collector genau die gleiche Entscheidung für sich getroffen hat. Es funktioniert nicht mit jedem Auto, muss man auch ganz klar sagen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles auf Null abverkaufen, sondern man muss wirklich sich die Modelle anschauen. Bei den Modellen, wo man dann noch richtig Profit machen kann, ob es 50 oder 100.000 Euro sind oder so, dann sollte man das jetzt mitnehmen. Ne? Also heute wird verkauft und bald wird nach. Das Ding ist, jedes Auto, was wir verkaufen, verkaufen wir mit einem Grund. Zum Beispiel jetzt den Dallara oder auch sowas wie ein GT8. Würden wir eher nicht verkaufen. Wir verkaufen Autos, die wir ersetzen können, die wir dann auch günstiger wieder einkaufen können als vorher. Das heißt, es kann gut passieren, dass nächstes Jahr bei uns wieder ein STO da ist. Es kann gut passieren, dass auch wieder ein SVJ kommt. Nur wenn man aktuell so einen Markt hat, wie wir es jetzt gerade haben, wäre es einfach dämlich, nicht die Schritte zu gehen, die wir machen. Weil für uns ist es ja sozusagen Free Cash on top und dann nochmal günstiger einkaufen. Das heißt, am Ende des Tages können wir sogar neue Autos mit dem Profit, den wir gemacht haben, kaufen. Ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen sagen, dass das Ziel hinter der Verkaufsgeschichte aktuell ist ja nicht grundsätzlich, dass man ein zweites Auto wieder kauft, sondern um einfach Geld zu verdienen. Richtig. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Also es wäre fatal, das Geld, was auf der Straße liegt, sozusagen, das ist das Wort ist. Nicht mitzunehmen. Das ist einfach so. Man muss Gewinne mitnehmen, wenn sie da sind. Und das gibt einem natürlich trotzdem zusätzlich nochmal die Möglichkeit, und ich glaube, das ist das, was du gerade sagen wolltest, Timo, man kann dann auch für sich nochmal so ein bisschen optimieren. Und wie gesagt, dann nutzen wir einfach aktuell den Markt ein bisschen aus und dann mal gucken, was nächstes Jahr so in Spiele reinkommt. Und man muss auch sagen, der Geschmack, für welche Autos wir mittlerweile gerne mögen, hat sich auch ein bisschen verändert. Finde ich. Wir hatten ja die Phasen, wo wir so abnormal McLaren-Hype hatten, wo wir dachten, McLaren ist das Geilste und so weiter und so fort. Es sind auch mega Autos, aber ich finde jetzt vor allem durch den GT8 und durch den Dallara merkt man einfach, wie schön es ist, mal wieder ein analoges Auto zu fahren. Denn das sind die Dinge, egal ob es jetzt Hydrogen oder irgendwelche Sachen an E-Fuels geben wird, dieses wirklich puristische, analoge wird es nicht mehr geben. Und ich glaube auch, dass wir mit der Collection uns so ein bisschen in diese Richtung bewegen werden. Oder auch weiterentwickeln. Und weiterentwickeln, ganz genau. Klar. Dass wir vielleicht ein paar Sachen holen, die, keine Ahnung, von 2005 bis 2015 sind oder so. Weil wenn man ganz ehrlich ist, die Autos, die jetzt neu rauskommen, gutes Beispiel an sich als Auto ist ein GT3. Ein GT3 ist ein unglaublich gutes Auto, macht mega viel Spaß. Aber das Auto ist viel zu einfach geworden vom Fahren. Es ist nicht mehr zickig, man muss nicht mehr wirklich arbeiten. Es geht, sondern einfach so. Man muss nichts mehr dafür können und das hast du eben bei den anderen Autos nicht. Und ich glaube auch für euch an Content ist es cooler, wenn man nochmal ein paar geile, ich sag mal, Hero-Autos mit wieder in die Kollektion reinholt. Ein weiterer wichtiger Punkt bei diesen Überlegungen, das hat vielleicht auch jeder, der im Automobilbereich so ein bisschen interessiert ist, mitbekommen, nachdem der für mich völlig unsympathische Herr Dries, der den VW-Konzern geleitet hat, endlich den Konzern verlassen hat und Herr Blume von Porsche das Ruder übernommen hat, da gab es eine ganz interessante Antrittsrede. Und in dieser Antrittsrede hat Herr Blume ganz klar deutlich gemacht, dass Elektromobilität nicht alles auf dieser Welt ist, sondern dass man sehr stark im Bereich E-Fuels forschen und weiterentwickeln wird. Das ist klar, dass er das sagt, weil er ja gleichzeitig auch der CEO von Porsche ist und Porsche ist führend in diesem Bereich, schon seit vielen Jahren unterwegs. Das wird auch automatisch dazu führen, dass dieser Hype, oh Gott, ich muss noch sehen, dass ich einen tollen Verbrenner bekomme, der wird nachlassen. Wenn das auch der Letzte verstanden hat, dass wir auch 2040 noch mit neuen Fahrzeugen rumfahren werden, die einen V8 oder einen V12 Motor drin haben, ich spreche auch von neu zugelassenen Autos, auch das wird eine Renaissance geben, weil die Hersteller sich wieder umentscheiden werden, wenn sie sehen, dass sie in diesen Segmenten, und da spreche ich gerade von den Supercars, damit emotional den Kunden auch das Geld aus der Tasche ziehen können, muss man so sagen, weil wir mit E-Fuels eben auch CO2-neutral unterwegs sind. In der Gesamtbetrachtung wahrscheinlich, zumindest Stand heute der Technologie, wahrscheinlich sogar besser aufgestellt sind als jedes Elektroauto. Und das ist ein weiterer Punkt, der uns in unseren Überlegungen dabei bestärkt hat, diesen Weg zu gehen. Ja. Es ist wirklich sehr interessant, was jetzt alles noch kommt. Es wird wirklich sehr, 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 sehr interessant. Aber wir sollten auch mal sprechen, welche weiteren Autos weg sind. Denn es ist ja nicht nur der STO gegangen.
Nee, also noch ein spannendes Thema, weil es wieder eine besondere Situation ist, ist unser Aston Martin DBS. Richtig, ist auch super, weg. Super cooles Auto, ich liebe dieses Auto, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dem Auto zu fahren. Wir haben es 8.500 Kilometer ungefähr gefahren, in relativ kurzer Zeit, haben das Auto dann sehr gut verkauft und bekommen den Aston Martin DBS Final Edition mit mehr Leistung, weniger Gewicht, neuer Bordelektronik etc. etc. Hätte der Markt das schon lange gewusst, dass es so etwas geben wird, hätten wir wahrscheinlich nicht so einen Schweinepreis, also im Sinne von positiv, so einen guten Preis für unseren DBS bekommen können. Und auch da muss man taktisch agieren und muss seinen Wissensvorsprung natürlich nutzen und sagen, komm, Aston Martin DBS, auch wenn es traurig ist, weg damit. Jetzt ist alles so mal vorbereitet, dann kommt die Final Edition und das wird ein richtig geiles Auto. Ja, das wird ein Monster. Was wir da gehört haben, ist das ziemlich genial. Wieder ein V12 und so weiter und so fort. Also das ist wird richtig gut. Auch da an der Stelle, glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Hundertprozentig, definitiv bei dem Auto, bei Aston Martin sind wir immer so ein bisschen kritisch mit der Wertentwicklung. Unseren GTC Speed haben wir auch verkauft. Gleiches Thema wie bei den anderen Autos, einfach ein mega guter Preis gekommen. Ich muss da noch ergänzen, auch da haben wir die gleiche Situation wie bei Aston Martin. Es kommt eine G12 Final Edition. Mhm. Und jeder kann sich vorstellen, dass der Markt dann nach Final Edition sucht. Richtig. Weil die immer noch wieder was Besonderes sind, weil die immer noch mal einen Ticken Leistung kriegen, etc. etc. Und dann ist es einfach dumm. Ja, also wenn ihr euch das anschaut, man kann bei Moll zum Beispiel, der hat auch Moll bekommen, Moll ist auch Bentley-Händler. Unser GTC Speed steht bei Moll, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube für 358.000 Euro im Angebot. Und ich verrate nicht zu viel, also wir haben keine 358.000 dafür bezahlt. Und wir sind jetzt auch mit dieser Thematik, bevor manche das vielleicht denken, wir sind keine Leute, die Autos flippen. Wir nutzen unsere Autos natürlich trotzdem richtig und so, wie es sein soll. Wir fahren auch viele Kilometer drauf. Nur manchmal hat man dann halt mal ein Auto kürzer, wenn eine gute Situation sozusagen hervorkommt. Und das heißt auch nicht, dass es nicht mal ein Auto gibt, was einfach bleibt. Nein, also es gibt ja auch, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, es ist eben so, dass es auch Autos gibt, die nicht zur Debatte stehen, weil sie erstens im Moment gar nicht dieses Preisthema oder diesen Preisgap nach oben am Markt darstellen. Ne? Beispiel Aston Martin GTA. Ja. Muss man so sagen. Wir haben uns in das Auto verliebt. Wir haben zwar verhandeln können, aber wir haben auch einen anständigen Preis dafür bezahlt. Und für dieses Auto ist es heute nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, zu verkaufen. Da würden wir ganz ehrlich gesagt definitiv Geld verlieren. 100%. Das macht keinen Sinn und das machen wir dann auch nicht. Ja. Gleich mit unseren Amis, mit dem Dodge Challenger und auch mit dem TX, macht überhaupt keinen Sinn. Nee, sowieso nicht. Ja, aber. Das auch was, mit Ram und Timo musst du aufpassen. Timo hat da sowieso ein Mitspracherecht. Da dürfen wir gar nicht ohne seine Zustimmung. Auch ein gutes Beispiel will ich euch mal nennen. Wir haben letzte Woche unsere V-Klasse, unseren Frank. Wir nennen ihn schon gar nicht mehr Frank, weil er hat ihn von dir und nicht mehr. Ja. Wir haben die V-Klasse, den V-Klasse-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 V-Klasse
600 LT. Genau, 600 LT, den haben wir schon, aber das ist jetzt schon ein paar Monate her, den haben wir auch verkauft. Das war einer der ersten, der in das Programm, in unser Programm, wir glauben, der Markt platzt und wir fangen lieber mal ein bisschen Cash mitzunehmen. Genau, also 600 LT war bei uns ja schon immer der Plan. Das Auto ist damals an Viamontes gegangen. Viamontes hat das Auto für Werbezwecke genutzt und für uns war klar, gut, danach werden wir ihn zu 99,9% verkaufen. Und deswegen haben wir das dann auch gemacht. Das Auto ist gegangen, war aber auch wirklich nicht schlimm, denn der 600 LT war jetzt nicht so unser Favorite, würde ich mal sagen. Es war ein sehr, sehr gutes Auto, insbesondere in der Abgasanlage so war alles gut. Wir haben damals, aber da waren wir ja noch sehr unerfahren, das war unser erster McLaren, den Fehler gemacht, eben ein Modell auszuwählen, was fertig im Showroom stand. Das war kein Fehler, aber dadurch hatten wir die ganz normalen Komfortsitze in dem Auto. Und das ist schrecklich. Und wichtig ist ja bei solchen Autos, die man auch ein bisschen dynamischer fährt, dass man im Prinzip auch so ein bisschen das, wie Michael Schumacher, wenn man gesagt, das Pomometer spürt. Mhm. Und das ist mir bis zum Schluss nicht gelungen. Nee, und ich finde auch die Vorderachse bei dem Auto war problematisch, um ehrlich zu sein. Die Vorderachse war wirklich nicht top. Das kann der 620R im Vergleich viel, viel, viel besser. Bleibt der 620R, ja. Der 620R, so wie wir ihn im Spec haben, ist auch ein Auto, was nicht so leicht ersetzbar ist. Deswegen bleibt auch auf jeden Fall. Oh, ja, hier hat jemand. Da hattest du ja vor kurzem schon mal Stellung zu bezogen, ne? Das ist ja einer von 225. Richtig, falls ihr noch nicht auf unserem TikTok-Account unterwegs seid, da kommen ganz geile TikToks. Überraschend gute Aufrufe, muss man sagen. Ja, das wird dieses Thema. Habt ihr gewusst, mit Alex in der Hauptrolle, kommt gut an. Ja, habt ihr gewusst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Da war gerade die Frage, das haben wir auch noch nicht erwähnt, das Thema Rolls-Royce Dawn. Rolls-Royce Dawn. Da werde ich keine Details zum Preis verraten. Wir haben uns von dem Auto definitiv getrennt. Ja. Das Auto war sensationell schön, aber passt natürlich nicht zu 100% zu uns, was den Spec angeht. Und wir haben ein so attraktives Angebot für das Auto bekommen, dass wir nicht anders konnten und das Auto verkauft haben. Und ihr wisst ja, wie viel Rolls-Royce wir mittlerweile haben. Da können wir auf den einen im Moment ganz gut verzichten und in Sachen Dorn hat sich dann auch schon wieder was anderes ergeben. Also insofern, der Landspeed ist auch verkauft. Gute Thematik, was kommt jetzt alles neu in die Cave? Dann können wir nämlich nochmal drüber sprechen, Garage Update technisch, was jetzt passiert. Na? Ja, dann erzähl mal was in den nächsten Wochen. Also was noch, sagen wir mal so, erstmal das, was noch bis Weihnachten kommt. Der erstmal von, genau, so bis Weihnachten kommt noch unser Rolls-Royce Cullinan. Cullinan wird noch vor Weihnachten kommen, ja, wenn alles gut geht. Ja, in 2 oder 3 Wochen da sein. Ja. SYX200. Ja. Ducati Panigale V4 SP2 wird vor Weihnachten noch kommen. Sollte in der 3. Novemberwoche da sein. Gut. Ja. Dann wird unser E63S Final Edition wird noch kommen vor Weihnachten. Und mit ganz viel Glück, wenn alles gut geht, unser C63S auch noch. Das wird noch kommen bis Weihnachten. Ich habe das Gefühl, wir haben was vergessen. Ich weiß aber nicht was. Muss ich jetzt kurz überlegen? Nee, ich glaube, du hast nichts vergessen. Also bis Weihnachten hast du, glaube ich, nichts vergessen. Aber es könnte eventuell passieren, dass wir vor Weihnachten noch ein 5. Auto dazu holen. Du weißt, von was ich rede. Ja, das stimmt. Aber das sollten wir komplett undercover lassen und wenn das passiert, machen wir das, verpacken wir mit Geschenkpapier und revealen ihn am 24. So wie wir das vor 3 Jahren gemacht haben. Im GTR. Oh, das Video müssen wir eigentlich nochmal hochladen. Ja, aber das ist leider echt von der Qualität nicht so. Wir machen das lieber einmal neu. Hallo, das war Wahnsinn. Weißt du noch, wie viele Stunden ihr gebraucht habt, um GTR einzupacken als bitte, Geschenk? Bitte nicht. Okay, darüber müssen wir nicht reden. Dann geht's weiter. Nächstes Jahr. GT4 RS wird kommen. Das Thematik. Hey, wir wollten nur bis 31.12. Ach so, Entschuldigung. Also. GT4S weiß ja eh jeder. Frank Steinmann hat gerade noch gefragt, was gibt's Neues zum Thema Ferrari? PPW. Stillguter See. Also, das ist ein bisschen, mal salopp gesagt, ein bisschen nervig mit Ferrari und den Informationen. Es läuft. Finde ich auch blöd und macht uns auch nicht zufrieden, aber im Moment ist es leider so, es läuft und wir warten darauf, dass es.
dass es dann verlässliche News gibt. Ja. Aber ich kann immer noch so viel sagen, und das ist auch immer noch Wunsch bei uns. Wir haben die Kennzeichen YX488 und wir haben auch das Kennzeichen YX812. Wofür man sowas brauchen könnte. Ich hab auch 812 als Kennzeichen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, ja, aber nicht SEYX. Nein. Ich dachte, du willst dein privates Auto hier nicht liegen. Ich habe nur gesagt, dass ich das Kennzeichen auch habe. Ach so. Ach so, der hält die zum 812 immer. Na, das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Garage-Update. Gut, ich würde sagen, wir beenden hier den Stream. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmal auf das Video von heute klicken. Und wenn ihr aus dem Chat kommt, packt eine 1 in die Kommentare, weil damit können wir uns so eine kleine eigene Streaming-Community extra mit aufbauen. Deswegen alle rauf auf das YouTube-Video von heute. Euch einen wunderschönen Abend. Timo, danke für deine Zeit. Schön war's, wie immer. PPV, vielen Dank für deine Zeit. Also, euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Au revoir.